näher mit der weißen an der Kopfwand bleiben. Und die 2 womöglich hinter die 6 und 9. Die Vorbahnvariante auf diese Kombination, all das, das hätte man sich aus der Nähe ansehen müssen. Das ist schwer zu sagen, was da noch für Möglichkeiten gewesen wären, wenn man so weit vom Tisch weg ist. Langer Ball probiert und verschossen und doch wieder nicht viel hinterlassen. Das sieht überhaupt noch recht schwierig aus. Es sei denn, die 5 und die 6 geht als Kombi, dann ist die Sache doch noch relativ übersichtlich. Und dann dreht sich nur noch um die Frage, wer jetzt hier das Safe-Duell um die 2 herum gewinnt. Den Zufriedenheitsgrad auf Thomas Lüttichs Gesicht so beurteilen darf, dann ist die Sache nicht gut ausgegangen hier, dieses Safe. Jawohl. Hat volle Zugriffsmöglichkeit hier auf die 2 gehabt, Position auf die 4 und jetzt kommt die Frage, ob die Kombination geht oder ob er sich die 5 auf die Mitte einstellt oder 3 Button herum für die 5 in die Fußtasche. Sehr schön. Ja, und jetzt ist die Sache schon etwas übersichtlicher. Also das Safe-Duell um die 2 hat sich ziemlich schnell zugunsten unseres Gastes aus Warschau erledigt. Bisschen viel Winkel, aber deutlich harmloser, wie es aussieht. Der sieht jetzt nicht mehr ganz so harmlos aus. Ein gutes Stück von der Mittellinie auch entfernt, das heißt, da ist dann eher berechtigte Gefahr. Die Weiße einfach, wenn man sie laufen lässt, dass sie in die Kopftasche gehen würde, falls sie in die Mitte spielt. Und deswegen muss er das Köhl leicht erhöht führen und sie an die kurze Bande zwingen. Und bevor er ihn unnötig festspielt, nimmt er dann eher einen längeren Neuner in Kauf. Wissend, dass wenn er schon seit 12 Jahren Billard spielt, dass er mit Sicherheit wiederum ein schönes Break. Und Thomas Weiße wurde karamboliert hier von einer anderen Kugel. Und ja, leider
nicht ganz so gut jetzt vom Einstieg her. Eine lange Kombi auf die 8 ist wirklich nicht das, was man sich wünscht als Einstieg. Bin gespannt, ob er da drauf geht. Und hier wieder unsere Zuschauerränge. Und hier bin ich gespannt. Kombi ist, glaube ich, eher nicht angesagt, sondern ja, ein anderer Exot wäre der Kiss Off, an die lange Bande spielen und dann von der 8 reinrutschen lassen. Ist eher ein Exot. Spielt kaum einer, aber auch weil es wenig gesehen wird, eigentlich relativ okay zu spielen, aber trotzdem jetzt zu risikohaft. Er wird eher ein Safe vielleicht spielen. Aber welches? Dünn, die 2, weiße noch ein Stück raus, noch ein Stück raus. Hinter die 9 wollte er sie mit Sicherheit legen. Und das Safe-Duell wird sicherlich jetzt von Wojciech Szewczyk fortgeführt. Ich könnte mir denken, dass er die Weiße tief links hinter an die Fußbande, hinter die 9-4 möglichst bringen möchte. Ah, hat er nur mit links gespielt, gar nicht so viel gezogen und es ist eigentlich zufriedenstellend aus seiner Sicht liegen geblieben. Schaut sich die 2 Vorbandenchance an. Also lange Bande, kurze Bande. Die bietet in der Regel die besten Chancen auf Resave. Hier sieht man sehr schön. Ne? Lange Bande oben im Bild, kurze Bande möglichst voll gegen die 2. Dann sollte die Weiße möglichst in der Nähe der Kopfbande liegen bleiben und die 2 will er möglichst ganz runter schicken. In die Fußhälfte des Tisches. 1, 2, nicht ganz so voll getroffen, nicht ganz so voll. Und deswegen ist die Weiße nicht da so weit unten liegen geblieben, sondern noch ein gutes Stück rausgekommen. Kann man fast schon trotzdem von Glück reden, denn wenn man den ähnlich erwischt, dann landet die Weiße oftmals in der anderen Kopftasche. Insofern weiß er nicht so recht, ob er da froh sein kann oder zufrieden sein kann. Und glücklich schätzen kann er sich, dass Wojciech diesen Ball verschossen hat. Er lag ja auch nicht so einfach. Aber jetzt natürlich hervorragende Chance für Thomas aufzuschließen. Und damit das Safe-Duell um die 2 zu gewinnen. Dazu muss er jetzt nur die 2. Wahrscheinlich über die Vorbande oder auch nicht. Spielen eine Position auf die 3 ergattern. Das ganz nicht ganz so leicht ist. Weil die 7 sich da auch ein bisschen breit macht. Oder auch die anderen, je nachdem, wie er ihn jetzt spielen möchte. Weiß noch nicht, wie weit er da an der 4 vorbeikommt. Aber na, er muss die Vorbande nehmen. Und da macht sich halt die 7 breit. Und das war die Gefahr, aber das ist gut ausgegangen. Das ist gut ausgegangen. Da kann er sich glücklich schätzen. Und vom Winkel her viel ziehen kann er da nicht. Entweder lässt er sie möglichst da liegen und akzeptiert die lange 4. Oder er muss da richtig viel Bewegung reinbringen in den Ball. Oder vielleicht gerade zurückziehen. An der 6 vorbei, so dass er so wie er jetzt anzeigt, da wo er jetzt den Köhe macht, den Winkel hat er, um da noch hinzukommen, um die 4 vielleicht in die Fußtasche, da wo die 8 liegt, hinzubringen.
Nein. Er nimmt lieber die Version. Lässt sie laufen. Mein Gott, ein Stoppball hätte es vielleicht auch getan. Und akzeptiert eine recht lange, sehr lange Position auf die 4. Macht sie rein, super. Super Ball. Nicht der Winkel, den er sich ausruhen würde mit Boyenhand auf die 6, aber. Naja. Das ist doch, dadurch, dass die 8 und die 9 da liegt, ist das doch eine recht kitzlige Angelegenheit. Da müsste er nämlich ziemlich gerade runter an die Fußbande und auch gerade wieder rauskommen. Denn wenn er da mit allzu viel Effekt agiert, dann ist das schon ein Risiko. Ob er da an der 9 hängen bleibt oder nicht. Ein Extrem ziehen ist auch nicht wegen der 8. Dann wundert es mich nicht, dass er 2-3 mal absetzt. Oh. Oder sowas. Das ist natürlich der Super-GAU aus der Sicht von Thomas. Hat er es doch mit Zug und weniger Zug als das war ja eher so ein Stopper mit viel Recht sehr viel probiert. Um sicher an der 8 vorbeizukommen. Die Gefahr wäre ja nur gewesen, wenn er sehr tief gespielt hätte. Und das Effet alleine, naja, das ist sehr unglücklich gelaufen natürlich aus seiner Sicht. Gerade rauf und runter sah zwar einfach aus, jetzt vom Bildschirm her, aber ist dann doch schwieriger, als man glaubt. Und jetzt natürlich für Wojciech Szewczyk, der Superspieler aus Warschau, der mit dieser 9 3-1 in Führung geht. Hier ein anderes Beispiel. Die ganze Zeit haben wir es gehabt, dass die Spieler sich selbst aufgebaut haben. Und hier baut der Gegner für den auf, der anstößt. Wird auch wie so oft die 2 eher im hinteren Teil des Recks platziert. Das ist gang und gäbe bei Topspielern, die sich sogar intern darauf einigen. Schauen wir seinen Break. Etwa an den zweiten Diamanten gekommen, viel Effekt wieder raus, hat die Eckkugel bekommen, hat die 1 bekommen. Technisch wieder hervorragend, aber im Ergebnis unzufriedenstellend, weil er die 2 nicht sieht. Das ist es ja, weshalb, also wenn man die Eckkugel sicher bekommt, und die bekommt man leider nicht, das ist sicher bei diesem Aufbau, bei diesen Breaks, bei diesem, wenn die 9 auf dem Fußpunkt aufgebaut wird, dann hat man es natürlich nicht gern, wenn die 1 fällt. Ansonsten, wenn man die Eckkugel nicht bekommt, ist man natürlich glücklich über die 1. Also, ey, da haben die Regelmacher echt sich was einfallen gelassen, um den Spielern hier das Leben schwer zu machen. Und wieder ein Push. Und das wird der Thomas sich bestimmt genauer anschauen, bevor er das zurückgibt, wenn er es überhaupt zurückgibt. Gibt es zurück, weil da ist nicht wirklich viel zu tun. Der Crossbanker, wenn er überhaupt möglich ist, ist zu riskant. Darüber hinaus 5, 6, so herum, wie sie liegen,
Auch unangenehm, fast schon eine Art Versicherung, dass man nochmal an den Tisch kommt. Hier der Crossbanker, den ich erwähnt hatte und der leider nicht ganz zu einer zufriedenen Stellung geführt hat von der 3. Oder? Sieht er sie noch? Offensichtlich, oder? Nein? Schwer zu sagen. Wenn, dann müsste man aus seiner Sicht ja ein wenig linkes FE geben. Dann kann man zum Beispiel die 3, hat man ein bisschen mehr Toleranz, wo man sie treffen kann. Und andererseits, je erhöhter man das Kühl fährt, leichter erhöht, vielleicht kann man einen kleinen Bogen erzeugen. Aber das scheint hier überhaupt nicht nötig. Er hat freie Bahn gehabt. Und mit dem Winkel kommt er allerdings nur sehr schwierig an die 5 heran. Vielleicht wollte er statt einen Stopperl eher so ein Replacement oder so machen, um dann hätte er noch ein bisschen mehr Winkel und es würde eh erreichen. Jetzt bin ich gespannt. Bisschen Winkel hat er ja noch. Was er da rauszaubern kann. Nachlauf 1, 2 und in den Pulk hinein. Perfekt getroffen. Und damit kann er mehr als zufrieden sein hier. Das ist super gelaufen. Hat er schon verdächtig wenig Winkel auf die 6, aber ich denke noch genug, um vielleicht mit einem Nachläufer hoch rechts über kurze Bande, lange Bande rauszukommen. Vielleicht hat er auch so viel Winkel, dass er nur mit dem Druckstoß alleine agiert. Jawohl, das hat er. Und jetzt hat er tatsächlich den eigentlich angenehm, ich würde nicht sagen perfekt, aber angenehm Winkel auf die 8. Muss nur schauen, dass die Weiße nicht in die Mitte geht. Das dürfte er wohl noch hinbekommen hier, unser Topmann aus Warschau. Aus der polnischen Kaderschmiede, die so rund läuft wie kaum eine andere Kaderschmiede in Europa aktuell. Jawohl, und damit ist er schon on the hill. 4-1 die Führung für Wojciech Szewczyk in unserem Satz auf 5 Gewinnspiele gegen Thomas Lüttich aus Göttingen. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Sponsor findet, denn der Vertrag hier mit Nike offensichtlich scheint noch nicht ganz im grünen Bereich zu sein hier. Sehr schönes Break. Naja, bisschen zu arg gezogen, vor allen Dingen, wenn er so nah die Weiße ans Mittelloch gezogen hat. Und aber im Ergebnis eigentlich sogar besser wie bei Wojciech Szewczyk. Am Anfang wusste ich nicht so recht, wie man das ausspricht, Wojciech Szewczyk. Wenn man das zum ersten Mal so liest, denkt man an eher an Brisch Brisch, aber eigentlich ganz angenehm auszusprechen, wenn man sich doch mal daran gewöhnt hat. Schade. Diesen Ball gerade den Einstieg verschossen.
nicht mehr ganz so kämpferisch hier, wie ich in Erinnerung habe, Thomas Lüttich. Aber ich bin mir sicher, dass er bald an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Und in der Gruppe selbst mache ich mir auch keine großen Sorgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei einem Achterfeld die Top 3 erreichen wird. Unabhängig davon, ob er jetzt, Wojciech Szewczyk hier diesen Satz beendet. Kleinen Winkel, ein bisschen arg kleiner Winkel. Bin gespannt, ob er den richtig reinpowert. Einen langen Weg geht, statt reinpowern, einen langen Weg geht. Und perfekte Schnur hier auf die 8. Stoppball oder Backslide. Und er hat den perfekten Stoß auf die 9. Und da schenkt Thomas Lüttich schon ab. Damit souveräner Sieg hier von Wojciech Szewczyk aus Warschau. Und ich wünsche beiden Spielern noch viel Glück in ihrem weiteren Turnierverlauf. Und wir hören uns wieder vielleicht, wenn ich nicht eine kleine Abendessenspause einlege, beim nächsten Match.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Bist Vierte geworden in der Gruppe, ist noch offen. Jetzt das nächste Match. Sag mal hallo zu unseren Zuschauern. Hallo. Das ist der Clemens. Den habt ihr vorhin schon gesehen. Und nun folgt das nächste Match. Es ist das Match zwischen dem Europameister Sebastian Ludwig, genau, und einem Hobbyspieler, der ihn herausfordern will. Das ist der Manuel Roll. Und erwartet eine packende Partie. Genau. Wir kommen zum Ausstoßen. Du hast ja vorhin schon auf diesem Tisch gespielt. Was war das erstmal für dich für ein Erlebnis, auf diesem Tisch zu spielen? Also es ist natürlich was ganz anderes, wenn man auf so einem helleren Tisch spielt, wenn alles viel heller ist, als wenn man da hinten spielt, wo man mehr so unter den Leuten ist. Und wenn man dann auch noch das Ausstoßen hat, bei diesem Tisch, der relativ erwärmt ist, ist dann halt schon ein bisschen schwieriger, sich dann auch zu konzentrieren und dann auch richtig einzuschätzen, wie auszustoßen ist, weil der Tisch da schneller ist. Ja. Das Ausstoßen, ich habe gerade nicht ganz drauf geachtet. Es sieht aus, als hätte Manuel Roll das Ausstoßen gewonnen. Ja. Wir spielen ja Wechselbreak, das heißt, jeder darf auch nochmal selber anstoßen. Sebastian, genau, Ludwig ist der klare Favorit. Genau. Du selber wirst ihn wahrscheinlich kennen, ja. Sebastian Ludwig. Und Sebastian Ludwig wird sogar anstoßen. Sie bauen sich gegenseitig auf. Schauen wir erstmal auf den Anstoß dieser Partie, auf den ersten Anstoß. Break von der Seite. Die 1 in die Mitte gezielt. Ja. Eine aber Kugel ist gefallen. Eine weitere überquert die Kopflinie. Aber die zweite schafft es nicht ganz. Ja, das Kitchen Rule nicht erfüllt und jetzt geht's weiter. Genau. Ein bisschen was zu dem Spieler, der jetzt herkommt, Manuel Roll, 37 Jahre alt, spielt schon seit 15 Jahren Billard, sind beides also sehr erfahrene Spieler, kommt aus Neu-Ulm, spielt dort in regionalen Ligen, ist sehr torerfahren, er fährt auf viele Events durch ganz Deutschland und spielt viele mit, hat leider bisher noch kein Halbfinale oder Finale erreichen können. Mal sehen, wie er sich gegen den großen Sebastian Ludwig behaupten kann. Sebastian Ludwig, 28 Jahre alt, spielt seitdem er 8 ist, also so wie du, Billard schon seit 20 Jahren. Mittlerweile ist er Europameister geworden, spielt für Dachau Bundesliga und Regionalliga und hat auch schon 3 dieser großen Turniere gewonnen. Zweimal die Stuttgart Open, zweimal hintereinander. Und auch die Hangeler Open. Das ist bestimmt auch irgendwann mal dein Ziel, oder? Ja, absolut. Also, wenn man dann schon 2 große Turniere in Folge gewinnt, das ist halt schon was Schönes. Ja. Das kann ich mir vorstellen. So, die erste Situation, Sebastian Ludwig hat Ball in Hand auf die 1. Hat schon eine kleine knifflige Situation, aber die kann er mit Ball in Hand sehr problemlos lösen. Genau. Ja, ein schöner Zugball hier von Sebastian, um die Stellung auf 3 zu ermöglichen. Was glaubst du, wird Sebastian sich es jetzt nehmen lassen, diesen ersten Punkt zu erzielen? Nein, ich denke nicht. Ich denke, das schießt da aus, der Winkel von der 4 auf die 5 liegt recht gut und dann ist es eigentlich recht einfach, den Tisch auszuschießen. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen weit an die 7. Aber ich denke, das ist kein Problem. Wie würdest du die Situation lösen? Bestimmt wie er? Ich würde den... Ah, spielt das so. Nee, also ich hätte den jetzt noch versucht zu halten. Ja, aber du hast gut gemacht. Mhm. Es sollte Sebastian nichts mehr daran hinter den ersten Punkt zu erzielen. Warten wir es mal ab. Ja.
Und das ist der erste Punkt für Sebastian Ludwig. Ja. Das erste Spiel hat er ja schon gewonnen. Und guter Start ins zweite Spiel gefunden. Ja. Sebastian Ludwig, Kind Sachsens, gebürtiger Chemnitzer, hat jahrelang hier für Dresden gespielt, in diesem Etablissement. Ist ja auch ein Kind Sachsens. Wie ist das so? Nimmt man sich da auch jemanden wie Sebastian Ludwig als Vorbild? Ja, ich denke schon. Also ich habe relativ viele Vorbilder. Es geht eigentlich erstmal darum, bei solchen Turnieren erstmal so gut wie möglich abzuschneiden. Und man kann das ja auch noch nicht so sagen, wie man dann später mal, was später mal wird, ob man da das jetzt wirklich leistungssportmäßig macht oder dann doch einen Gang unterschaltet. Aber ja, ist halt schon schön, wenn man so sieht, dass es Leute aus dem eigenen Bundesland gibt, die es auch schaffen und dass man es auch schaffen könnte. So, währenddessen das erste Break von Manuel Roll. Eine Kugel ist gefallen. Kitchen Roll wurde erfüllt. Er kann weiterspielen. Er sieht auch die 2. Hat auch Stellungsmöglichkeiten auf 3. Zum ersten Blick sehe ich da kein Problem. Was sagst du denn, Clemens? Ich will dich irgendwie heute den ganzen Tag schon Christian nennen. Ja, also das müsste eigentlich ganz leicht sein. Er hat einen guten Winkel auf die 2 und es löst er auch mit guter Stellung auf die 3. Der Winkel passt auch für die Stellung auf die 4. Einfach Nachläufer spielen. Müsste das passen. Hat den Winkel, um auf 5 zu kommen und dann einfach die 5 so zu lochen, dass er 6 stellen kann. Muss aufpassen. Oh, Lochfehler. Da wollte er zu viel. Den sich ja lochen, sollte auf Stellung 5 kommen. 5 hätte man dann eigentlich locker weiterspielen können. Stellung auf 6 wäre da nicht so schwer gewesen. Er wollte halt ein bisschen zu viel. Nur mit Sebastian Ludwig dran. Ja, schafft die Stellung auf die 6. Einen kleinen Winkel noch drin. Mal sehen. Sollte auf jeden Fall machbar sein für ihn, wenn er einen guten Winkel hat. Sollte ihm die Stellung auf 8 gelingen und das dürfte das 2:0 dann werden für Sebastian Ludwig. Ja. Ja, hat schön gestellt mit einem Zugball auf 8. Genau, jetzt könnte eigentlich nichts mehr schief gehen. Und auch der Sitz ganz sicher 2:0 für Sebastian Ludwig. Sebastian Ludwig, einer der Titelfavoriten des Turniers. Wer sind denn so deine Titelfavoriten? Ja, also Sebastian Ludwig, wie gesagt, und dann auch noch der Pole Czechtik. Hat auch recht gute Chancen. Ja. Das sind so meine Favoriten. Ich glaube, da würde ich dir absolut zustimmen. Das sind Favoriten. Ich persönlich sehe auch Thomas Lüttich im Kreis der Favoriten. Genau. Auch Klaus Zubrickis, der gestern eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Es gibt viele Spieler, die den Tag heute auch mit 7 Siegen aus 7 Spielen abgeschlossen haben. Wir werden sehen, vielleicht ist Sebastian Ludwig der Nächste, der das schafft. Genau. Auf jeden Fall das zweite Break nun von Sebastian Ludwig. Thank you.
zwei Kugeln sind gefallen. Er kann weiterspielen. Da muss er ein bisschen aufpassen. Wie würdest du denn jetzt diesen Ball spielen? Also ich würde die zwei jetzt in die Mitteltasche, wie gesagt, versenken und versuchen, die Weiße dann relativ langsam rollen zu lassen, sodass die an die Bande geht und dann auf Stellung 3. Ah, er nutzt die Tasche aus. Muss jetzt gucken, dass er die 3 genug sieht, sollte er. Ja. Jetzt liegen noch 5 Kugeln. Das ist eine sehr solide Vorstellung von Sebastian Ludwig. Zweifacher Stuttgart Open Champion, Hangela Open gewonnen. Er weiß ganz genau, was er bei so einem Turnier zu tun hat, um dieses Turnier auch gewinnen zu können. Das ist das 3:0 für Sebastian Ludwig gegen Manuel Roll. Manuel Roll, ein Spieler aus Bayern, reist über die ganze Republik. Ich habe gerade ein bisschen mit ihm reden können. Spielt des Spaßes wegen solche Turniere in erster Linie mit. Und er hat auch ziemlich viel Spaß, hat er immer erzählt. Zumindest hat er mir gerade erzählt. Vor allen Dingen diese Gesichter zu sehen. Wie ist das so bei so einem Turnier, bei solchen größeren Turnieren? Knöpft man da viele Kontakte, gerade so als junger Spieler, auch gegenüber den Älteren? Ja, absolut. Also wenn man jetzt mit jemandem spielt, ist das halt natürlich immer was Besonderes, wenn man jetzt mit jemandem Gutes spielt. Ich habe zum Beispiel vor uns gegen Roman Hübler gespielt. Danach haben wir auch noch ein bisschen miteinander gesprochen. Und ja, es ist eigentlich immer sehr schön, wenn man dann so ganz viele Leute kennenlernt, die man dann bei anderen Turnieren auch wieder sieht. Genau. So, währenddessen das nächste Break. Sebastian Ludwig ist am Tisch. Das bedeutet, dass, ja, ist nichts gefallen beim Break von Manuel Roll. Sebastian Ludwig, anscheinend ist die Weiße gefallen, weil er Ball in Hand hatte. Und er hat wieder den Einsteiger. Sieht hat jetzt ein paar längere Bälle. 3-4 ist ein längerer Ball. 4-5 und dann 5-6. 7, 8 und 9 liegen dann wiederum auf einen Haufen. Aber solche Situationen trainiert man ja auch. Ja. Auch du wirst solche Situationen häufiger trainieren, nicht wahr? Genau. Ja. Das ist das 4:0 für Sebastian Ludwig. Manuel Roll, jeder Fehler wird sofort bestraft. Genau. Ist natürlich frustrierend für einen Spieler, wenn man 2 Fehler macht und zack, liegt man 4:0 hinten. Wie geht das einem, ein Comeback schaffen zu müssen als Spieler? Was denkt man da? Du selber musstest heute gegen Niklas Illing auch ein Comeback spielen. Da lagst du 2:4 hinten. Genau. Hast am Ende noch gewonnen. Was ging da so in deinem Kopf vor? Na, also erstmal hat man einen ziemlich großen Druck an sich,
Weil wenn man am TV-Tisch spielt, ist halt schon ganz was anderes. Und da muss man halt erstmal gucken, dass man erstmal jetzt nicht wirklich viel riskiert, dass man schon ein bisschen was riskiert, aber nicht zu viel. Dann muss man eigentlich gucken, dass man immer safe spielt, also versucht den Gegner so schwer wie möglich zu machen. Und dann versucht man erstmal, vielleicht auch über eine Kombination mit der neuen, sich erstmal die Spiele, um erstmal einen Gleichstand zu holen, zu sichern. Und da hat man das Gefühl, dann, also bei mir ist das so, dass man dann auch so leicht verkrampft und so. Und wenn man dann den Ausgleich geschafft hat, dann ist halt ein Punkt erreicht, wo man dann wieder ganz locker spielt und wieder so wie vorher. Und dann ist es eigentlich recht einfach, dann wieder zu spielen. In diesem Punkt sollte Manuel Roll bald kommen. 0-4, hartes Brett. Insgesamt Tisch. Spielt dann aggressiv. Vielleicht hat er Glück und den neuen fällt. Nein. Was bleibt liegen? Nicht viel. Gelb liegt an der Bande. Sebastian Ludwig sieht die, kommt aber nicht komfortabel ran. Da lächelt er auch ein bisschen. Aggressiver Ball und es bleibt nichts liegen. Ja. Oh. Das war billigend in Kauf genommen. Jetzt natürlich die Chance zum ersten Punkt. Ah, da lächelt er immer noch. Er weiß ganz genau, das war jetzt einfach ein bisschen Risiko gespielt. Dürfte sicher liegen. Ja. Man könnte jetzt versuchen, über Vorbande die 1 zu lochen. Ja, über Vorbande. Ah, er trifft sie zu dünn. Ja. Das war, glaube ich, das Maximum, was ging. Und dann fällt sie noch in die Mitte. Die nächste Chance für Manuel Roll, hier einen Punkt zu holen. Die Stellung auf 3, die ist jetzt entscheidend dafür. Ja. Das könnte schwierig werden, weil der Winkel nimmt das Hilfsgerät zur Hand. Stellung schafft er und er stellt sich auch super auf die 5. Ja, das müsste jetzt eigentlich reichen. Zum Punkt gewinnen. Auf 7. Die Stellung, die wird jetzt noch interessant werden. Da muss er aufpassen. Stellung hat er geschafft und nun steht da wirklich gar nichts mehr im Weg. Das erste Spiel für Manuel Roll. Der erste Punkt. Er locht die sicher. Das ist das erste Spiel für Manuel Roll. Der erste Punkt, 4-1, der Anschluss ist geschafft. Sebastian Ludwig probiert was Riskantes. Die Weiße fällt und dann macht Roll aus.
So ein Match erwarten wir. Genau. Das dritte Break von Manuel Roll. Ja, die Weiße nicht gut getroffen. Wandert sofort ab. Wieder Ball in Hand. Der Tisch ist relativ offen. Das könnte der nächste Punkt und vielleicht auch der Spielgewinn für Sebastian Ludwig sein. Die Anstöße von Manuel Roll, diese sitzen nicht ganz so. Zweimal schon danach Sebastian Ludwig Ball in Hand gegeben. Das darf man gegen ihn nicht machen. Er schießt die Tische dann mit einer großen Sicherheit weg. Ja. Gerade bei der Regel Kitchen Rule und dem versetzten Break sollte man die vorher trainieren, nicht wahr? Ja. So ein Ball ist ein Ball der Marke Sebastian Ludwig. Selten, aber die 8. Der hat aber nochmal Glück gehabt. Oh, bisschen Glück gehört immer mit dazu. Genau. Hohes Risiko gegangen und der Billardgott zeigt sich gnädig. Das ist das 5:1 für Sebastian Ludwig. Ein verdienter Sieg in meinen Augen. Clemens, dann haben wir das schon geschafft. Ich möchte mich bedanken. Danke, dass du mit dabei warst. Hoffentlich kommst du weiter. Bei dir steht es ja noch offen. Ja. Die nächste Partie wartet dann ja auch schon. Für dich geht es dann erstmal nach Hause, habe ich gehört. Ja. Hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder. Clemens, vielen Dank. Ja. Liebe Zuschauer, ihr dürft euch auf ein nächstes tolles Match freuen. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und danach geht es weiter mit den Dresden Open 2016. Hier live aus dem Jost Dresden.
So, da sind wir wieder bei den Dresden Neunball Open. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Match, das hier stattfindet zwischen Juri Pisklov und Sascha Regensburger. Juri Pisklov vom PBC Carben, in der ersten Bundesliga gerade aufgestiegen, also ein Hochkaräter hier in diesem Match. Und auf der anderen Seite Sascha Regensburger, der allerdings nicht für Regensburg, sondern für den ersten BBC Sonthofen spielt und dort in der Oberliga aktiv ist. Sehr spielerfahren, spielt schon seit 1990, also seit 26 Jahren und beruflich Wirtschaftsinformatiker und spielt mit einem Arthur Kö. Und Juri mit einem Joske, 3,14er Oberteil. Sie spielt seit 10 Jahren Billard, mit 15 angefangen. Und ist bald fertig, auch nachdem er schon einmal einen kaufmännischen Beruf gelernt hatte, jetzt mit einem weiteren Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und aktuell amtierender Vize-Deutscher Meister im Zehnball. Also, das sagt natürlich was über die aktuelle Stärke hier von Juri aus, der jetzt wahrscheinlich einen Push spielen wird. Oder nein, die Anstoßregel ist nicht erfüllt worden. Es ist nur eine Kugel gefallen und nur eine Kugel über die Kopflinie gelaufen. Und somit geht die Aufnahme an den Sascha Regensburger. Safe versucht, nicht gelungen. Im Gegenteil, es sieht sogar sehr gut aus für Juri. Auf der Tisch relativ noch keine Probleme vorhanden, sofern er sich selbst keine macht. Schauen wir mal seinem zügigen Treiben hier zu. So schnell kann ich eh nicht kommentieren. So, 1-0 und ihr müsst zugeben, das bisschen Ruhe eben hat euch bestimmt auch gut getan, nicht wahr? Und jetzt kommen wir wieder zu den Turnierfakten und aus dem 128er Feld mit den 112 Teilnehmern haben wir 14 Gruppen gemacht in 8 A8 Spielern. Jeder gegen jeden auf 5 Gewinnspiele und die Top 3 kommen weiter und auch die besten 6 Viertplatzierten landen im 48er Hauptfeld am Sonntag. Hier wird auf 23 Tischen gespielt, also es ist nicht zu befürchten, dass hier 700 Tische stehen, weil manchmal recht hohe Tischzahlen hier aufgerufen werden. Break. Nicht so gut gelaufen für den Sascha Regensburger.
Weiße ist ihm abgegangen. Kontrolle verloren und das sieht nach einer 1-9-Kombi aus. Das Spiel kann man noch recht kurz gestalten hier, würde ich sagen. Er lässt die Kombi liegen. Er spielt nicht die Kombi. Warum spielt er nicht die Kombi? Die liegt doch total angenehm. Und dann noch Ball in Hand. Und auf der anderen Seite ist der Tisch natürlich auch nicht allzu schwierig jetzt für einen Spieler vom Format eines Juri Pisklov zu spielen. Aber trotzdem kann man schon ein paar Fehler machen. Aber auf der... Um jetzt vielleicht aus seiner Sicht die Sache zu sehen, warum er nicht die Kombi gespielt hat. Das erinnert mich an ein Zitat von Buddy Hall, mit dem ich mal gespielt habe. In Vegas, nein, in Reno war das. Bei irgendeinem Turnier haben wir uns mal zusammen eingespielt. Und da hat Buddy Hall mal gesagt zu mir, wenn eine Kombi liegt und egal wie leicht sie ist, aber du, der Tisch an sich ist auch auszustoßen. Und du würdest ihn ausstoßen, weil auch keine Schwierigkeit vielleicht da ist. Dann wäre, wenn man die Kombi spielt, wäre das die einzige Chance noch zu verlieren. So, it's the only way to lose, hat er immer gesagt, wenn man da auf die Kombi geht. Und Buddy Hall würde ihm wahrscheinlich jetzt also recht geben. Aber ich natürlich aus ökonomischer Sicht hätte die Kombi gespielt. Was soll's. Und, wollen wir sehen. Juri hat auch recht und Buddy Hall hat auch recht. Und so sind wir alle zufrieden und nehmen die 2-0 Führung hier von Juri fast in Rekordzeit hin. Eckkugel bekommen, eins nicht. Doch, auf die andere Seite in die Kopftasche. Und das war eher sein Unglück in diesem Fall. Wenn sie nicht gefallen wäre, hätte er perfekte Position auf sie gehabt und so. Ist es die zwei, die da Press auf der anderen Seite der neun liegt aus seiner Sicht. Und er wird sich wenig draus machen lassen. Auf jeden Fall mal keine Kombi. Es sei denn, er spekuliert auf eine... Zwei Banden, eine Vorbanden, zwei Banden Kombi in die Mitteltasche oder drei Banden oder sonst was oder vergesst einfach, was ich gesagt habe. Es handelt sich eher um irgendeine artistische Ausführung. Nein, hier wäre eher ein Push-Ratsam oder ein Safe. Safe ist schwierig, wenn er sie dünn anspielt, läuft sie ja Richtung Ecktasche. Weiße zwar wieder runter. Muss aber auch an der 5 vorbeikommen und sehr, sehr, sehr dünn spielen, sonst geht ja auch die Weiße ab auf der anderen Seite. Vielleicht doch ein Push? Nein. Hat sie so voll wie möglich getroffen und wollte die 9 dazwischen halten, was nicht gelungen ist. Das heißt, hier ist tatsächlich der erste wirkliche Einsatz von Sascha Regensburger. Spielt ein Banker, der ist ja eh von der 5 blockiert, von daher ein Safe-Versuch, der wiederum nicht gelungen ist. Schwerer Ball dennoch, da ist verdammt viel Grün zwischen Weißer und Weiherkugel. Den muss man erstmal treffen.
Er überlegt, ob er ihn rollen lässt, als hat er wenig Winkel. Oder ein Stecher, der natürlich sehr gewagt auf die Distanz. Das wäre eher was für Strickland. Er mag sowas. Da könnte die Weiße wahrscheinlich auch noch Presse an der Bande liegen und er würde das Ding machen. Okay. Juri Pisklov. Hat es ziemlich hart probiert hier und das ist schief gegangen. Reinrollen lassen wäre ja auch keine Alternative gewesen, dann käme die Weiße wahrscheinlich nicht weit genug für die 4. Weil da hätte man auf jeden Fall bessere Chancen, Trefferchancen gehabt hier. Und hier wieder die. Ja. Auf dem Rücken von Sascha Regensburger auch die Vulcano-Pizzeria-Werbung, die wir auch schon bei Hans-Jörg Müller gesehen haben, der im gleichen Verein spielt. So, die Position auf die 4. Kann man sagen, dass sie gelungen ist? Er muss erstmal überlegen. In die Mitte spielen oder in die Ecke? Er geht eher auf die Mitte. Und dann, was macht die Weiße? Kommt sie an der 6 vorbei? Ja, aber die 4 geht nicht in die Tasche. Da sehe ich auch nur ein Save. Weiße könnte man eigentlich schön versuchen, hinter der 6 zu parken. Sieht immer gut aus, wenn das gelingt. Wenn nicht, dürfte die 4 zumindest weit weg liegen. Mal schauen. Geht eher auf die andere Seite der 4 und versucht wahrscheinlich die Weiße hinter die 8 zu legen. Auch nicht schlecht. Zumal die 7 zusätzliche Deckung gibt hier in dem Fall. Tja, da ist guter Rat teuer. Wie wäre es mit knapp an der 8 vorbei, zwischen 8 und 7 durch und dann aus der kurzen Bande heraus auf die 4? Wenn er da zwischen 8 und 7 durchkommt, vorausgesetzt. Aber es scheint nicht so der Fall zu sein. Er geht auf jeden Fall über die lange Bande, eine Vorbande über die lange Bande. Kann man sich schön spiegeln. Im Kopf oder abmessen. Oh, 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 beinahe hätte er den hier über die Vorwande hier in die Hecktasche reingespielt, aber sie ist dann doch hängen geblieben. Meine Güte, das wäre ein Ball gewesen. Danach hätte er zwar noch gehörig die 5 als Aufgabe gehabt, aber für Juri sieht das jetzt natürlich gut aus. Nicht nur auf die 5 gut gestellt, sondern auch den richtigen Winkel. Die 6 gerade noch genug Winkel, glaube ich, dass er da gut rauskommt. Noch 2 cm weiter und dann wäre das schon eine Nummer schwieriger geworden, aber so geht das noch relativ bequem. Noch einmal. Oh, da hat er sie aus Versehen berührt und trennen sich. Alles noch gut gelaufen, aber ihr könnt euch vorstellen, da hat nicht viel gefehlt. Und dann hätte man ja wieder den Spot hinter der 9 gefunden. 3-0 mit dieser 9. Klare Angelegenheit bisher für Juri Pisklov. Vom
ersten PBC Karben in der ersten Bundesliga jetzt. Haben, glaube ich, auch der Verein Karben. Ich war da mal kürzlich erst mit einer Trickshow. Sogar zweimal kürzlich. Und die haben da, glaube ich, sogar einen guten Sponsor gefunden. Ein Pharmakonzern, der dort in der Nähe angesiedelt ist. Wenn ich noch einen Namen wüsste, würde ich sagen. Aber das ist natürlich hilfreich, um in die erste Bundesliga zu kommen. So ein Sponsor. Klassisches Break hier mit viele Fee und die Weiße findet ihren Weg in den Abgrund der rechten Kopftasche. Bin gespannt, was er da machen will, aber dann auch hinter der 3 wieder zurück rauskommt mit dem Winkel. Kann er sich ja eh legen, wie er will. Oder ob er die Weiße nicht allzu weit laufen lässt. Ne, hinten wieder raus. Sehr schön. Ich glaube, das kann man ihn wieder unkommentiert spielen lassen, oder? Wenn es eine kleine Schwierigkeit gibt, dann vielleicht jetzt, aber... So wie Juri hier agiert, habe ich da überhaupt keine Bedenken. Und damit setzt er seine souveräne Tour fort. 4:0 für Juri Pisklov. Gegen Sascha Regensburger, der jetzt für Juri aufbaut. Denn eben, glaube ich, ist ja beim Sascha die Weiße beim Break gefallen. Also insgesamt ist die Partie gar nicht zufriedenstellend für ihn gelaufen. Juri jetzt hier durchziehen kann. Da ist ja immer noch ein gewisser Prozentsatz an, bei aller möglichen Kontrolle, immer noch ein gewisser Prozentsatz an Glück dabei beim Break. Und an dieser Stelle war wohl ja, die 1 dabei, die 5, aber dann doch nicht genug Kugeln haben die Kopflinie erreicht. Und damit muss er diesen Tisch abgeben. An Sascha Regensburger. Langer Einsteiger auf die 2, wenn er überhaupt da an dieser 7 vorbeikommt. Ja, ein Jumpke in der Hand. Okay. Sehr schön getroffen.
sehr schön getroffen. Ein bisschen mehr Zug hätte er sich wahrscheinlich gewünscht. Geht auch, kann man machen, ja. Aber ist natürlich eine zusätzliche Schwierigkeit. Man ist schon froh, glücklich und hat super Leistung vollbracht, wenn man das Ding überhaupt erst trifft. Mal sehen, ob er den langen Ball auf die 3 auch noch bringt, um sich selbst hier im Match zu halten. Und er bringt ihn. Super. Auch wenn er einen ziemlich ungewöhnlichen Weg hier gegangen ist, muss ich sagen. Und jetzt einen weiteren schwierigen Ball hat. Die dünne 4 hier. Ah, relativ dünn. Auch gut gelaufen. Und jetzt lichtet sich allmählich das Feld. Jetzt weit von der Tangente wegziehen. Hinters Mittelloch und dann kann man die Weiße schön in der schön an bei der 6 parken. Dann nimmt die wieder die Kreuzungsvariante. Hm? Da, Kreuzung über den Tisch und da war die Gefahr. Da war die Gefahr, mit der 8 dahinter zu bleiben oder so. Aber es hat sich nicht bewahrheitet. Das muss ja nicht immer gegen einen ausgehen, wenn man da ein bisschen am Gamblen ist bei der Position. Ganz schönen Winkel hat er sich da noch gelegt. Ich glaube, so was er bisher gezeigt hat, würde ich sagen, kriegt er das mit der 8 schon noch hin, aber allzu fest darf er den nicht spielen. Oder er geht dann, wenn er ihn fest spielt, den ganzen Tisch nochmal herum. Aber ich glaube, den spielt man eher leicht, so wie jetzt. Und bekommt eine sehr schöne Position auf die 9. Damit verkürzt er von 4-0 auf 4-1. Ja, eine Kugel gefallen. 2 Kugeln hinter der Linie. Kann er übernehmen, aber viel wird er damit nicht anfangen können. Oder nein. Muss er ein Safe spielen oder ein Angebot machen? Weiß ich genau, was er da vorgehabt hat. Aber ich bin mal gespannt, ob Joja auf diesen langen Ball geht. Und ob er noch genug
Efe hier reinhaut. Oder auf Safe. Safe. Gar nicht schlecht. Aber ich glaube, er wollte näher an die 5. Aber safe ist es. Und wie safe genau, entscheidet jetzt der Sascha Regensburger. Vorbande noch ganz dünn getroffen. Und eine Auspartie für Juri hinterlassen. Ein paar weitere Wege noch. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 und 8, das sind alles Wege von der einen Tischhälfte in die andere. Also so richtig hundertprozentig sicher ist das Ding noch nicht. Einfach wegen diesen langen Wegen und... Ja, und hat er sich auch schon einen recht schwierigen Ball gelegt hier. Und verschossen. Viel hat er aber auch nicht hinterlassen jetzt. Wenn er den jetzt rechts aus dieser Sicht rechts in die Kopftasche spielt, steht Gefahr, dass er mit der Weiße an der 8 hängen bleibt. Brutal schwer zu treffen sowieso, die 3. Wenn er sie in die andere Hälfte spielt, dann könnte es klappen vielleicht. Juri Pisklov aus Karben. Oder spielt Sascha vielleicht einen Safe? Nein, was war das? Welch ein Versuch, welch Absicht verbarg sich hinter diesem Ball? Und dann muss Juri schon mal genau schauen, ob die 3 da durchgeht. Offensichtlich nicht, wenn ich mir hier seine Körpersprache richtig interpretiere. War zu knapp, aber offensichtlich ging sie vorbei, war halt nur sehr knapp und hat's probiert und ist nicht gegangen. Schade. Aber der Winkel, den er jetzt, auch wenn die 3 leicht ist, in Anführungszeichen, leicht zu versenken, ist das natürlich der Winkel, den die Weiße in die ganz andere Richtung führt, so dass die Position auf die 4 die tatsächliche Schwierigkeit hier darstellt. Und die ganz große Hafenrundfahrt ist jetzt auch nicht leicht, weil die 8 da unten liegt. Also müsste er sich leicht spielen, so wie er es tut, und sich mit einer schwierigeren Position auf die 4 zufrieden geben. Mal gespannt, ob er den bringt hier. Der Sascha Regensburger, der übrigens beruflich Wirtschaftsinformatiker ist. Nein. Nein. Und da ist es sogar der Ultra-GAU für ihn. Weiße geht ihm noch ab. Und es könnte vielleicht sein letzter Stoß in diesem Match gewesen sein. Das entscheidet jetzt Juri. Eine kleine Schwierigkeit hat er nämlich noch und das ist gar keine so kleine Schwierigkeit. 4 zur 5 ist klar, aber 5 zur 6
Das ist entweder eine sehr delikate Position oder eine nicht ganz so leichte Kombination. Ich bin gespannt. Kombination oder hier eine richtig schwierige Position auf die 6, wo die Weiße dann zwischen 9 und 6 liegen müsste. Ich glaube, das hat er nicht wirklich versucht. Er wollte sie einfach näher da dran bringen. Vielleicht hätte er sogar das Risiko in Kauf genommen, dass die Weiße in die Mitteltasche fällt. Und jetzt ist die Kombi noch schwieriger. Aus dem Winkel geradezu krass schwierig. Da müsste er noch irgendwie eine Sicherheit einbauen, so tief links aus seiner Sicht, dass er vielleicht noch die Weiße irgendwie ins Kopffeld bringt oder so. Oder vielleicht die Cambolage, die 6, die Weiße gegen die 6 und die Weiße gegen die 9, aber nein. Oder doch. Er hat es direkt probiert. Hat versucht, die Weiße zurück in die Kopfhälfte zu bringen. Aber ich glaube, das hilft ihm nicht viel, da die 6 zu nah an der Tasche liegt. Und ein sicheres Opfer für Sascha Regensburger. Oh, und da verschießt er diesen Ball. Oh, und da verschießt er diesen leichten Ball. Oh, da wird er sich sowas von in den Hintern treten, wenn er das sieht. So eine schöne Gelegenheit, von 4-1 auf 4-2 nochmal zu kommen. Da hätte er den Druck schon gehörig erhöht auf Juri und dann wäre natürlich wieder alles möglich gewesen. Aber so wird sich das der Juri nicht nehmen lassen. Und hier der Matchball. Und den bekommt er auch schon geschenkt von Sascha. Juri Pisklow gewinnt 5-1 gegen Sascha Regensburger. Und wir haben jetzt wieder in 10 Minuten etwa, kommt das nächste Match auf unserem TV-Table zwischen Tina Vogelmann und Paul Müller. Bis dahin, auf Wiederhören.
So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück mit 9-Ball-Action hier bei den Dresden 9-Ball-Open und wir haben ein Match hier zwischen Tina Vogelmann und Paul Müller. Und mit mir in der Kommentatorenbox darf ich begrüßen Farid Hasrati, der uns mit Informationen über Paul Müller hier versorgen wird. Hallo, das hoffe ich. Was hast du gesagt? Hast du ein guter alter Bekannter hier? Ah, da sind wir auch selbst in der Kamera. Viele Grüße. Und ein guter alter Bekannter von Paul Müller bist. Wir kennen uns tatsächlich schon seit den Billardanfängen. Wirklich? Also wirklich, seitdem jeder von uns den Stock in die Hand genommen hat. Also fast gleichzeitig, oder was? Eigentlich fast gleichzeitig. Vor 10 Jahren knapp? Ungefähr knapp vor 10 Jahren, ja. Also das hat er mir erzählt gestern Abend, dass er, als ich vor 10 Jahren hätte ich mal angeblich eine Trickshow irgendwo in Leipzig oder Chemnitz oder so. In Chemnitz gemacht. Ah ja? Ja, da waren wir gemeinsam. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und da hat er irgendwie, wie ich dann noch Schaukämpfe gemacht hätte, auch ein Spiel 8-Ball gegen mich gespielt oder so. Und das war gerade seine Anfangszeit. Da war gerade 11 oder so. Richtig, richtig, richtig. Mhm. Genau, da war er 11 und ich war 16, 17. Okay. Kommt jetzt auf den Zeitpunkt an. Okay. Genau. Na gut, aber der Eindruck, den ich hier von ihm bisher gewonnen habe, ist, dass er einen total positiv, offener, immer sehr sympathischen Eindruck macht, ja. Hier immer am Lächeln ist. Definitiv, definitiv. Also er ist auch bekannt geworden in der Liga, in der er spielt, die Regionalliga Ost, als einer der sehr fairen Spieler und sozial absolut Top-Spieler. Also es wird sich niemand daran erinnern können, dass der Paul jemals einen Foul nicht zugegeben hätte. Mhm. Also wirklich, selbst wenn es der Gegner nicht gesehen hat und keine Spielchen und einfach ein klasse Mensch. Ja, super. Genau den Eindruck hat er nämlich auch soweit gemacht hier und da freuen wir uns natürlich, ihn hier auf dem Center Court begrüßen zu dürfen. Und spielerisch hat er ja auch einiges drauf, nicht wahr? Ja, das ging ungefähr vor, ich würde sagen, 4 bis 5 Jahren ging das ungefähr los. Da hat er mit einmal einen Sprung gemacht, wo auch ganz Sachsen sehr überrascht war, weil er jetzt nicht unbedingt der Spieler war, der, wo man jetzt die große Angst hatte bei den Landesmeisterschaften. Mhm. Und dann ging das nach einem Jahr plötzlich los. Dann hat er die Tische abgeräumt und dann war Schluss mit lustig. Ja, manchmal ist das so. Bei mir war das auch ähnlich. Zuerst ein paar, zwei, drei Jahre hoffnungsloser Fall und dann plötzlich habe ich irgendwie bemerkt, wie das Spiel funktioniert. Ja. Und, also ich glaube, ich habe 2 Jahre lang 2er Schnitt im 14-1 gehabt und im Ende vom dritten Jahr waren es dann über 10. Also gut, der Sprung ist natürlich gewaltig. Und jetzt sehen wir hier die Kontrahentin von Paul Müller in Aktion, Tina Vogelmann. Ich kenne sie wiederum sehr gut. Sie kommt ja aus meinem Stammland, Baden-Württemberg. Ja. Okay. Und hat auch einige Zeit in Mannheim gewohnt. War dann auch öfter zu Gast bei Mr. Kim in Ludwigshafen im Billardcafé. Und jetzt lebt sie in Stuttgart. Und ist schon, naja, ich weiß nicht, wie vielfache Landesmeisterin, aber einige Titel. Wahrscheinlich eine zweistellige Zahl, ich bin mir nicht sicher. Das ist beachtlich. Also ich kenne sie nur von Turnieren, auch nicht wirklich persönlich. Wir haben einmal gegen sie gespielt. Ich habe einmal gegen sie gespielt. Ja, da hat sie ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Was heißt das? Es war in Neckarsulm und ich glaube, ich meine mich daran zu erinnern, es war sogar ein Whitewash. Also hat sie so hoch gewonnen, oder was? Ja, ja, sicherlich spielte da auch meine eigene Verfassung auch eine Rolle, aber sie hat das eiskalt ausgenutzt. Ja, ich weiß nicht, ob sie schon Spitznamen hat. Einmal habe ich mal gehört, das weiß ich nicht. So Blond Poison oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber da finden wir bestimmt noch einen positiveren Spitznamen, vielleicht sogar im Laufe des Partie. Das denke ich sogar. Wie wäre es mit Tina 2000? Denn da hat sie angefangen, Billard zu spielen. Vor 16 Jahren. Und hier geht sie auch mal mit 1-0 in Führung. Wollen wir doch direkt auch mal hier auf der Anzeigetafel schriftlich festhalten. Und
Wechselbreak bedeutet, dass sie jetzt auch fortsetzt mit dem nächsten Break. Wie ist es bei dir bisher gelaufen? Gestern gespielt? Ich habe gestern gespielt und bin als zweiter Platz, habe ich mich jetzt qualifiziert für morgen, für Sonntag. Und dann heißt es hier 10 Uhr antreten und den Anschluss von Freitag finden. Jawohl. Schauen wir mal ihr Break. Eckkugel war auf dem Weg, wurde von der 8 aufgehalten, 1 dafür gefallen, Weiße in der Mitte kontrolliert und weiter geht's mit der 2. Sehr, sehr schönes Break. Offener Tisch. Mhm. Super. Also, ja. Kann man relativ gemütlich reinlaufen lassen und die 3 vielleicht in die Mitte noch. Wäre jetzt auch nicht verkehrt, von der 3 dann zur 4. Aber richtig, nicht richtig. Jeder mag so die Mitteltasche oder kann sich aus dem Winkel mit der Mitteltasche anfreunden. Ja, man hat schon viele schlechte Erfahrungen mit den Kanten der Mitteltasche gemacht. Sie versucht es ganz anders. Lieber die andere Seite. Sie wollte sie auch in die gleiche Tasche spielen und das ist missglückt. Hätte sie vielleicht doch besser auf mich gehört hier. Jetzt sehe ich entweder nur den ultradünnen Ball oder den Banker. Der Banker hat halt den Vorteil, dass man die Position auf die 4 leicht bekommt. Aber oder vielleicht auch ein gutes Save. Versuchen an die 5 zu parken. Ja. Jetzt ja. Nicht gerade einfach. Allerdings sollte man bei Paul auch nicht den Fehler machen und ihn unterschätzen. Also ein offenes Brett sollte man ihm nicht übergeben. Sie spielt den Banker, hat sie versucht. Option war eigentlich nicht drin. Den hat sie ziemlich offen, also triff oder stirb mäßig gespielt. Ja, normal versuchen, wenn Leute so einen Banker riskieren, der nicht so hundertprozentig ist, ja, versuchen die oftmals mit doppelter Sicherheit zu arbeiten, die Weiße irgendwo einen Schatten dafür zu finden. Ja. Mhm. Und hat sie gar nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob sich Paul hier. Ich sag immer Paul, ich weiß auch nicht, ich habe öfter immer Paul. Eher die amerikanische Version im Kopf, aber okay, mal schauen, wie sich der Paul hier in diesem Rack zurechtfindet. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, was ihn angeht. Und kommt ihr noch weit genug raus? Nein. Leider nicht. Ein Stück. Da haben sich aber schon einige getäuscht. Ich glaube, die Kopfbande kommt ein bisschen langsamer raus wie die Fußbande da. Mhm. Kann also schon mal passieren. Vielleicht ist eine Schraube nicht so gut angezogen auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Habe ich schon gehabt, dass ich mal einen Banker gespielt habe, er ist daneben gegangen und dann habe ich gesagt, ey, da ist eine Schraube nicht angezogen. Der Typ ist dann runtergegangen an den Tisch und hat gemeint, stimmt. Siehst du mal, mit welchem Selbstbewusstsein ich manchmal am Banker gehe, ja? Wenn einer nicht reingeht, stimmt was nicht. Also so. Da muss ich sagen, bin ich auch noch eher ein bisschen der ängstlichere Spieler, wenn es um Banker geht. Dann vielleicht doch lieber die Safe-Variante nutzen. Was hat er jetzt eigentlich mit der 6 gemacht? Hat die Banker reingespielt? Er hat sie dünn gespielt, hat dünn, okay. Die 7 getroffen und auf die andere Tasche geschoben. Hat er gut gepasst dann, ne? Ja, wahrscheinlich trainiert. Erste schöne Aktion hier von Paul Müller. Und da gleicht er auch schon aus. Auf 1-1. Bist du auch hier in dem Verein? Ich komme aus Dresden, ich bin nicht in diesem Verein.
Ich habe die letzte Saison bei Meißen gespielt. Wird kein Begriff sein. Doch, da gibt es auch Porzellan, oder? Da gibt es Porzellan, richtig. Ist so. Wir haben letzte Saison die dritte Liga gespielt, Ost. Mhm. Sind da leider abgestiegen. Aus Eigenverschulden. Und diese Saison spiele ich für einen anderen Verein in der Oberliga, auch hier aus dem Kreis Dresden. Mhm. Okay, und sein Break hat er fast gerade die Weiße zurückgezogen. Da wird die Kitchen Rule wohl nicht erfüllt sein. Ja. Was hältst du von der Kitchen Rule? Da bin ich eigentlich geteilter Meinung, muss ich sagen. Also zum einen finde ich es ganz gut, dass damit die Softbreaks abgeschafft werden, weil die einfach ab einem bestimmten Niveau der Garant für einen Punkt sind. Mhm. Was auch das Magic Rack angeht, wovon ich selber auch kein großer Fan bin. Ich finde, dass viel zu viel dafür gemacht wird, dass das Spiel einfacher wird. Aber die Kitchen Rule ist gut, dass es eben keine Softbreaks gibt. Also die machen doch eher Dinge, dass das Spiel schwerer wird, oder? Die haben mit 9 auf den Fußpunkt gelegt. Die Kitchen Rule macht es ja auch schwieriger. In diesem Turnier ist es so, aber es gibt halt auch noch viele Turniere. Ich bin der Meinung, auch Neckarsulm, wo ganz normal aufgebaut wird und wo nur mit Kitchen Rule gespielt wird. Allerdings bei dem neuen, also bei dem normalen Aufbau. Der normale Aufbau ist gar nicht mehr so normal. Also ich glaube, ich wette mit dir, dieses Jahr in Neckarsulm wird es wahrscheinlich auch schon geändert sein. Weil das ist ja, wird ja von oben herab, von der WPA quasi. Okay. Langsam nach unten durchgedrückt. So. Also ich finde es angenehmer, was das Break angeht. Mhm. Oh, was war das? Ein Double Kiss und zurückgeschickt. Naja. Es kommt natürlich auf die Technik dann sehr an, was das Break angeht, mit versetzten Break. Es macht es aber für schlechtere Spieler unattraktiv, dann so ein Turnier mitzuspielen. Mhm. Weil die Kitchen Rule wahrscheinlich nie erfüllt sein wird. In den meisten Fällen bei schlechten Spielern wird auch nichts fallen. Aber feste draufhauen geht doch immer. Ich finde, bei der Variante vom Aufbau ist das nicht alles. Natürlich nicht. Außerdem habe ich, um dir in der Richtung recht zu geben, arbeite ja auch viel mit Spitzenspielern und auch wenn die voll draufhauen und so eine Statistik mit 100 Breaks oder so mal erfüllt wird, dann sind da trotzdem noch bis zu 20% Illegal Breaks dabei. Obwohl das gemacht wird, was verlangt wird, nämlich also keine Softbreaks, sondern immer voll drauf. Und trotzdem, auf 20% ist einfach Spielabgabe. Ja? Obwohl eigentlich nichts verkehrt gemacht wurde in dem Sinn vom Spieler. Richtig. Und da müsste man vielleicht nochmal in irgendeiner Form nachjustieren. Ja, definitiv. So, Tina ist hier schon bei der 5. Und ja, wenn sie das dann denn schafft, 5, 6 zu 7, dann ist die Sache eigentlich auch schon gelaufen. Bin mal gespannt. Ja. Spielt sie auch sehr routiniert, ruhig. Ist ja Konkurrenz gewöhnt da. In Baden-Württemberg hat sie immer mit vielen Damen zu kämpfen gehabt, die da große Namen hatten. Ja. Ich denke, was auch ein enormer Vorteil für sie ist, ist, dass sie als eine der Top-Spielerinnen in Deutschland bei vielen Turnieren, wo es einen Livestream gibt und wo Kameras stehen, oft auch auf den Tisch geholt wird. Weil man es eben auch gerne sieht, um eben dieses Nischendenken aus den Köpfen zu bekommen. Daher wird sie hier relativ routiniert spielen. Die Kameras wird sie ausblenden. Für sie ist das wie bei jedem anderen Turnier jetzt. Mhm. Allerdings für Spieler wie Paul ist das dann doch eher eine etwas andere Aufgabe. Mhm. Obwohl er erst vor kurzem mit Kameras in Berührung kam. Ja, das habe ich gehört, dass er hier jetzt, also erstmal Tina 2-1 in Führung, dass er ein interessantes Match gegen Nils Fein hatte bei den Derby City Classic. Ist das richtig? Das ist richtig.
Nicht Derby City Classic, Dörne. Dörne City Classic, ja. Richtig, richtig. Derby war ich. Wie lief's da eigentlich für dich? Ganz schlecht, das war mein schlechtestes. Oh. Ich habe da überhaupt keinen Stich gemacht. Und zuvor, 2 Jahre vorher, habe ich noch einen super Tag mal gehabt, wo ich Dennis Orcollo, Shane van Boning und Carlo Biado an einem Tag bezwungen habe im Neunball und Fünfter geworden bin, was ja beim 300 oder 400 Spielerfeld gar nicht mal schlecht ist. Das soll man erstmal machen. Aber dieses Jahr bin ich komplett untergegangen irgendwo. So, wie ist denn die Eins da vor die Ecktasche gekommen? Ja? Die Weiße, wa? Ja, die Weiße, Entschuldigung. Ja. War das Tinas Break, oder? Richtig. Das war Tinas Break. Aber ich habe jetzt leider nicht hingeschaut, ob das auch ein legales Break ist oder ob Paul jetzt einfach abgegeben hat. Denn wenn ich die Kugeln so zähle... Ja, ja. Ja, hat er wahrscheinlich abgegeben und sie hat das Push-Recht, nochmal Push zu spielen. Aber was kann ich denn da erkennen? Das sieht mir von hier aus fast aus wie eine Kombi. 2-9 Kombi, mhm, oder was? Mhm. Ja. Und die kommt später. Ganz gut als Trichter da. Die kommt später erst. Erstmal müssen sie an der nur 1 ein bisschen rumbasteln, schätze ich. Richtig, richtig. Ja, also wirklich ein schönes Match von Paul und Nils. Ist auch auf YouTube zu sehen. Oh, das ist aber unglücklich gelaufen. Oh, und dazu noch die 1. Und damit hat sie Ball in Hand auf den Kombi, den du bereits erwähntest. Ist ja doch noch schneller gegangen, wie ich dachte. Ich dachte, das dauert jetzt erstmal eine Weile, die Schlacht da um die Davon 1. bin ich jetzt auch gerade ausgegangen. Schaut sich die Kombi an. Entscheidung ist noch nicht gefallen. Spielt nicht die Kombi. Was haben die bloß alle gegen Kombis? Also vorhin hat er ich hätte sie definitiv gespielt. Ja? Aber hundertprozentig. Ich auch. Allein schon aus ökonomischen Gründen. Ja, richtig. Ja, also so viel soll man sich auch nicht bewegen. Muss ja Konzentration sparen, nicht wahr? Der ganze Stress. Guckt ihr das mal an? So viel Kugel noch. Ja. So, 3, 4 kann man laufen lassen, nehme ich an. 5. Ja, kann sie sich schon durchspielen hier. Ist natürlich ärgerlich, wenn sich dann doch jetzt im Spiel noch ein Fehler einschleicht. Dann hätte und man sie sich dann nach dem Spiel denkt. Dann denkt sie, hätte ich doch. Richtig, richtig. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Oh. Das ist ein Tempogefühl hier. Na, sowas. Soll man sich da jetzt freuen, dass sie nicht gefallen ist? Oder ärgern, dass die Position so gelaufen ist? Sie kann sie noch spielen. Dürfte sie auch rollen lassen können. Dürfte noch vor der 7 an die Bande gehen, schätze ich. Mhm. Und kommt die Stellung auf 6 dürfte von alleine kommen. Ja, vielleicht nicht erstklassig, aber machbar. Hm? Sie hadert ein bisschen mit der 7. Sie ist nicht sicher, ob sie da dran vorbeikommt oder nicht. Wahrscheinlich auch abhängig davon, wie fest sie spielt. Sie muss ja schon ein bisschen Tempo reinbringen, um überhaupt runterzukommen dann zur 6. Ja, dran vorbeigekommen, wie ich dachte. Und sogar eine Premium-Position hier. Hast du wohl recht gehabt hier. Ich hätte es nicht gedacht. Dass sie dran vorbeikommen? Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Allerdings so, wie der Winkel jetzt steht. Ich habe noch ein paar mehr Referenzlinien im Kopf als die, die auf YouTube sind. Allerdings meine ich mich dran zu erinnern, dass du auch mal in einem Interview gesagt hast, dass du dir kein einziges Spiel auf YouTube von dir anschaust. Also zumindest nicht viele. Ja. Aber du hältst nicht dafür, also viel davon. Ja, ich weiß nicht, ob ich was. Es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb insgesamt der Level weltweit auch im Steigen ist.
Denn früher war man ja schon darauf angewiesen, dass in der Nähe irgendein Spieler ist, der gut ist, dem man was abschauen kann. Und heutzutage kann man ja im Internet viel sich abschauen, unabhängig davon, wo man ist. Und, aber ich persönlich, ja, ich schaue mir nicht allzu viel Matches an. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern ich schaue mir fast grundsätzlich gar nichts an, was da im Fernsehen oder auf YouTube oder sonst wo kommt. Es sei denn, es ist irgendwas Spezielles, Fachliches, wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Und ansonsten habe ich genug damit zu tun, dass ich jeden Tag Billard ist richtig. Sehe, fühle, spiele. Was man unschwer an deinem Ring erkennen kann, den du gestern umhattest. Ach, heute auch wieder, ja. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ja, den, den habe ich schon seit 1987. Das macht sie ziemlich gut hier. Das wird jetzt auf ein 3-1 hinauslaufen, ja. Souverän zieht sie ihre Bahnen. 3-1 Führung für Tina Vogelmann aus Stuttgart. Spielt übrigens für den BC Stuttgart, 1891 e.V., der älteste Verein in Deutschland. Das ist 1891 ist eine Hausnummer, ne? Das ist eine Hausnummer, ja. Hat man da schon Billard gespielt? Da hat man schon Billard gespielt, und zwar Carambolage natürlich hauptsächlich in Deutschland, in Amerika Pool schon, weil man in Amerika bis in die 40er eher so halb-halb gespielt hat, also da waren in jeder Billardhalle Carambolage und Pooltische zu finden, während in Deutschland nur Carambolage gespielt wird. Deswegen sind ja viele ältere Spieler in Deutschland der Meinung, dass Carambolage das ältere Spiel ist, was nicht korrekt ist, um das mal kurz klarzustellen, auch wenn einige ältere Herren jetzt vielleicht gerne in die Granitplatte beißen, die sich vor ihnen befindet. Hätte es allerdings jetzt aber auch angenommen. Dass ich das weiß, ich korrigiere das immer liebend gerne. Legales Break, auch wenn es knapp ist. So ist es. Es reicht, dass die Kugel müssen nicht die Kopflinie überqueren, sondern sie müssen sie nur berühren. Richtig. Und das tut die 6 mit Sicherheit. Auch nicht der leichteste Einsteiger für Paul. Und ein bisschen rechts oder links muss er der Weißen auch noch zugeben, sonst bleibt er an der 6 hängen. Was allerdings jetzt auch kein unmachbarer Ball ist, die 3. Ist das noch machbar? Ich bin der Meinung, der ist noch machbar, ja. Machbar ist er, aber er ist verdammt schwer. Schwierig. Wobei, wenn ich jetzt... Ach nee, die 5 schiebt er wieder zurück. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das wäre doch mal locker gewesen, oder? Ah, die 5 will so rüberschubsen, da ist mir im Weg. Darf ich mal eben? Was ja in den Ligen auch zu viel Diskussion führt. Mhm. Dieses, die Folie wegnehmen. Mhm. Ist das so? Ja, tatsächlich. Ja. Also es gibt da auch gerne mal den einen oder anderen, der an der Meinung ist, die hat ganz woanders gelegen. Tja, und dann geht es darum, wie man sich einigt. Hm. So, das hat er jedenfalls gut getroffen, auch sehr schön platziert. Und er muss jetzt dranbleiben. Ein 4-1 wäre nicht so schön aus seiner Sicht, ne? Das stimmt. Obwohl der Paul gerne dafür bekannt ist, dass er hinten raus nochmal dann die Gegner überrascht und die Punkte holt. Okay. Also ich kann mich da ganz gut dran erinnern, als wir im Trainingslager gemeinsam waren. Irgendwann fiel dann bei Paul der Satz, die Biene sticht von hinten zu. Und das ist bisher ganz passend bei ihm. Das ist ja toll. Also ich glaube, insgesamt waren wir zweimal schon im Trainingslager gemeinsam. Also der ein oder andere wird es vielleicht noch kennen in Hamburg. Quatsch, Kiel mit Alexander Tremsitzis gemeinsam. Ist das, hat er schon seinen Spitznamen hier? Seinen Spitznamen hat er an sich schon, ja. Was ist das? Die Young Gun. Der Young Gun? Ja. Na komm, die Biene wäre doch jetzt... Die Biene wäre vielleicht Biene sogar wär besser, weiß, ja. Die Stechbiene. Ach, toll. Oh.
Aber da hat er ganz schön was hingelegt. Also wenn mein Gegner so eine 9 verschießt und mir dann sowas hinlegt, dann denke ich auch, oh, Dankeschön hier. Und hier, Paul Müller, die Stechbiene. Ich glaube, sobald das Video dann auch online ist, muss ich bloß noch auf den Anruf von ihm warten. Meine Nummer gibst du nicht raus. Okay, Banker wahrscheinlich. Safe, wenn man den ganz dünn spielen will und dann die Weiße runterschicken will, ist ja brutal schwer. Genauso schwer, wie man eigentlich ein Banker. Ja. Von daher weiß ich nicht, denke ich, wird sie sich schon für die offensive Variante entscheiden. Ich würde jetzt auch den Banker spielen, also an ihrer Stelle. Ich denke, ihre Führung lässt es auch zu, da auch ein bisschen gestärkt dran zu gehen. Und ich denke auch, dass der Banker in dem Fall die leichtere Variante ist, im Gegensatz zu dem Safe bzw. schwer liegen lassen. Vermutlich die rechte Kopftasche. Ja. Das Problem ist, da ist wenig doppelter Boden drin. Ne? Das ist so ein Triff- oder Stirbball. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass da ein Safe liegen bleibt. Richtig. Und da kommt sie, da kommt sie. Ah, knapp daneben. Und was bleibt liegen? Auch nicht der leichteste Ball. Aber ich denke, Paul wird den machen. Und in der letzten Saison hat er ja auch mit seinen Prozenten bewiesen, dass er Billard spielen kann. Mhm. Das waren knapp über 80% in der dritten Liga. Und da kommt er mit einem 3:2, verkürzt er hier. Nochmal davon gekommen, sage ich mal. Das ist wohl richtig, ja. Hat sie zu weit außen getroffen, ne? Da ist ja die Weiße da unten in der Fußtasche liegen geblieben. Eins nicht, Eckkugel nicht, sonst noch irgendwas. 8 und 2 Kugeln über die Kopflinie. Denn liegen geblieben ist es zum Einstieg auch nicht verkehrt. Ja, erfolgreich. Gibt es denn für diese Art von Break überhaupt eine Art Geheimformel? Weil es gibt natürlich 1000 Spieler und komischerweise schaffen es 1000 Spieler auch verschiedene Meinungen dazu zu haben, wie es funktioniert. Ja. Da sich da jeder wahrscheinlich selber so ein bisschen findet, was dieses Break angeht. Naja, man kann da schon geteilter Meinung sein. Aber ich habe die Meinung und ihr teilt sie euch. Nein. Das war, glaube ich, ein Filmzitat oder so, ich weiß nicht. Nein, die Leistung besteht eigentlich darin, dass man natürlich gut erkennen muss beim Break, die Augen müssen ja überall sein, bei der Weißen, bei der Eckkugel, bei der Eins, ja, erkennen kann sofort, was läuft und dass, wenn es gut läuft, dass man weiß, okay, den Break versuche ich jetzt nochmal zu wiederholen, was ja technisch an sich schon eine Aufgabe ist, ein konstantes Break dann immer wieder hervorzuholen. Oder ich erkenne dann sofort, was ich verändern muss. Und so versucht man natürlich zum Beispiel, man weiß ja, man möchte jetzt eher an diese lange Bande nach dem Break. Ne? Mhm. Und da hat sich so als Sweet Spot so der ähnlich nahe, fast am dritten Diamanten so durchgesetzt. Aber wenn der nicht funktioniert, dann muss man eben mal feststellen, okay, manchmal funktioniert tatsächlich der Spot eher, wenn die Weiße gegen den zweiten Diamanten läuft oder über dem dritten sogar noch. Ja? Und diese Differenzierungsfähigkeit beim Break, dass man das überhaupt so gezielt hinbringen kann, die muss erstmal antrainiert werden. Denn momentan, glaube ich, da muss man schon in die Europaklasse oben gehen, um diese Differenzierungsfähigkeit überhaupt sehen zu können. Ja. Ansonsten ist die eher so 3 Diamanten groß. Ja? Ja, ob ich mal richtig. Da eher, ob ich auf den dritten oder zweiten komme, kann ich gar nicht differenzieren. Richtig, ja? Richtig. Und das ist das Training, das eigentlich
gemacht werden muss, dass man das fällt ja nicht vom Himmel, das kann man sich antrainieren. Und dann kann man auch eher reagieren. Okay, da passt sie nicht, beim Gegner geht's eher, funktioniert's eher von 2,5 Diamanten, dann versuche ich das auch, ja. Und das bewusst. Und natürlich diese Beobachtungsgabe, sofort zu sehen, ist die Eckkugel gegangen, wurde sie reingekickt, kam sie eher zu kurz oder wäre sie eher zu lang gekommen und wie reagiere ich darauf? So, ich denke, Paul macht jetzt hier das 3-3. Super. Wir haben es zwar unkommentiert fast gelassen, aber jeder glaub, weiß jetzt, wie man breaken sollte. Das hat er ganz gut gemacht, ne? So, und mein alter Co-Kommentator von 2 oder 3 Matches vorher, Erik Soltau, sitzt gerade hier vor uns vor der Kommentatorenbox und grinst wie ein Honigkuchenpferd. Wahrscheinlich hat er gewonnen, was wahrscheinlich die Ausnahme ist, sonst wird er nicht so grinsen. Okay, jetzt haben wir den Break verpasst, oder? Aber ich glaube, Paul ist jetzt in diesem Match das erste Break wirklich richtig gut gelungen. Mit Anschluss Stimmt. und allem. Fortsetzung ist gewährleistet. Und wenn ich mir das so anschaue, okay, er muss jetzt ein bisschen die Weiße ziehen, schätze ich. Oder den Winkel an der Tasche ausnutzen und hier. Aber das ist gefährlich, da kann er eher irgendwo hängen bleiben, oder? Aber Rückläufer, mal sehen. Ich denke, für einen Zugball ist die Bahn frei. Genau. Ist ja nicht jedermanns Geschmackssache so. Rückläufer kann zwar jeder, aber ihn dann kontrolliert auszuführen, ja genau, 2, 3 Diamanten oder auch von der Richtung her. Das kann man fast alles unkommentiert lassen, oder? Das sieht alles sehr ordentlich aus. Und ob er jetzt hier... Ich denke, die Stellung von 4 auf 5 ist jetzt nochmal interessant. Er hat 4-5 Variationsmöglichkeiten hier. Aber das ist wohl das, ja, was wahrscheinlich die meisten Spieler so gemacht hätten. Ja, jetzt bloß nicht zu viel Tempo geben. Dann dürfte das Ganze... locker machbar sein. Bloß nicht zu viel ist so ein Gedanke, weißt du, wenn du am Tisch stehst und das Richtig. Denkst, bloß nicht zu viel, das Gehirn denkt immer nur an zu viel, an, oh, kreiert das Bild zu viel und hier war es wohl eher ein bisschen zu wenig. Ja. Ja. Die scheint er auch nicht zu sehen, die 6. Ach, wie aber auch gar nicht, aber was hat er davor gehabt? Ich meine, da fehlt ein Meter. Ich hätte ihn, oh, jetzt weißt du, was er vorhatte. Vorbande, Hit and Hope und die 9 verschwindet in der Mitteltasche. Und momentan macht er seinem neuen Spitznamen alle Ehre hier. Das wollte ich gerade schon erwähnen. Aber ich warte erstmal bis zum Ende ab und vielleicht gibt es dann nochmal den Satz zu hören. 4-3 führt Paul Müller. Als er, wie weit lag er hinten? 3-1. 3-1, ja. Dass er von 3-1 hinten eine 3-4 Führung gemacht. Die Biene sticht von hinten. Paul, die Biene Müller. Das gefällt mir. Ich hoffe ihm auch. Ich habe auch schon viele Spitznamen gekriegt. Die mussten mir auch nicht alle gefallen. Die habe ich einfach gekriegt. Und da haben wir auch schon wieder das nächste illegale Break. Von Tina? Von Tina, ja. Ja. Aber da kommen wir jetzt so ungefähr an deine Statistik ran. Wir sind jetzt bei 7 Spielen und ich meine, es waren 2 bzw. 3 illegale Breaks insgesamt jetzt dabei.
Ja, können Sie ruhig mal probieren. Also ist natürlich unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Aber und 10 Spiele sind nicht aussagekräftig, sondern ich rede wirklich von 100 Breaks. Und also jetzt zuletzt aktuell Singapur-Nationalteam hatte, da war auch ein Jugendweltmeister dabei, war eine der besseren Damen, asiatischen Damenspielerinnen dabei. Und da lag der Jugendweltmeister ungefähr bei 17% trockenen Breaks und die Dame bei 27. Mhm. Und das ist schon eine Quote, mit der man nicht zufrieden sein kann. Ja. Aber da sie es nicht viel kräftiger, müssen wir ja die Regel ändern. Ja. Aktuell muss man sich fast damit abfinden. Natürlich laufen genug Kugeln da runter. Aber wenn die 1 nun mal abgefangen wird an der Ecke, nicht in die Tasche fällt, sondern an der Ecke abgefangen wird und die anderen sich vielleicht auch gegenseitig blockieren, dann geht's halt nicht. Tief rechts kann man einen Stoppball machen, aber das nutzt natürlich nur was, wenn verdreht die andere Tischseite oder so. Ja, richtig. So bleibt natürlich keine Deckung für die Weiße. Aber so wie ich das sehe, wird sie nicht an die Weiße unten rankommen. Sprich, das ist dann doch einer der tougheren Stöße, die sie da jetzt vor sich hat. Man könnte entweder sich ganz leicht die Weiße nur ein Stück bewegen lassen, auf die zwei Banker spielen. Oder eben oder so mit Power. So wie Tina Vogelmann. So mit Power. Eine echte Powerfrau hier, ja, die Tina. Das war ein krasser Ball, den sie da aus der Trickkiste geholt hat. Aber so richtig zufrieden sieht sie nie aus, so wenn sie so am Tisch steht, oder? Ja. Was ich jetzt in dem Fall nicht nachvollziehen könnte, weil. Der richtig gut. Ja. Wunderschön, noch ein Stück hat ihr gefehlt, noch ein kleines Stück und die Sache wäre relativ bequem gewesen. Mhm. Und jetzt muss ich schon eine gehörige Portion Linkseffet einbauen, ne? Macht den Ball auch nicht leichter. Mal sehen. Zumal wir hier von einem komplett neuen Tuch sprechen, Z9. Und jeder, der schon mal auf einem ganz frischen Tuch gespielt hat, weiß, dass sich die Kugeln anders bewegen wie auf einem ein Jahr alten Tuch. Ich liebe das. Ich finde es auch absolut perfekt. Wow, sie hat zu viel Effet reingehauen. Zu viel Effet. Wenn ich dachte eigentlich, dass sie an der 4 vorbeigeht, ja. Ja, richtig. Für die andere Tasche. Und jetzt ist sie in die 4 reingelaufen. Und das auch noch auf unglückliche Art und Weise. Denn an sich bleibt es ja eher positiv liegen. Richtig, richtig. Und jetzt muss sie die Brücke wahrscheinlich erstmal holen, Hilfsbrücke. Und da können wir nur hoffen in den nächsten 2 Spielen, dass vielleicht Paul nochmal eine Brücke braucht. Dann bekommt ja jeder nochmal was zu sehen. Also der Junge ist da immer für Überraschungen offen. Er hat sich vor kurzem, das hat er mir jetzt am Donnerstag beim bisschen Spielen hier gezeigt, ja, eine Teleskopbrücke zugelegt. Eine Teleskopbrücke. Und beim Spielen habe ich ihn erstmal gefragt, ob er der Meinung ist, dass es jetzt beim Spielen die richtige Zeit für einen Selfie-Stick ist, bis er mir dann erklärt hat, dass das seine eigene Brücke ist, wo okay, er seinen Hirsch draufschraubt und ja, ich kenne das aber, ich habe schon mal Teleskopbrücken gesehen, aber sie sind irgendwie seltener geworden, war eine Zeit lang. Richtig, richtig. Ja. Sehr nice. Schön getroffen, den hat er super getroffen und. Ich denke, die bleibt noch stehen. Okay. Trotzdem keine leichte Aufgabe hier. Bisschen erhöhten Kö führen oder rollen lassen und dann eine längere 6 in Kauf nehmen. Mal richtig schauen. Das war doch mal ein starker Ball. Absolut. Gute Position auf die 6. Kommt fast natürlich. Bisschen Rechtseffekt für die 7 raus. Und dann muss er jetzt bloß
ruhig, gelassen bleiben. Puls darf nicht über 100 steigen und dann passt die Sache. Oh. Rollt im weit? Geht noch, oder? Das geht noch, ja. Ah, ist ein dünner Ball geworden, aber... Bisschen schnell. Aber das liegt vielleicht auch weiterhin noch an dem Tuch, was ich schon sagte. Mhm. Ja, dann hat das aber jetzt die hier Biene, noch mal die Biene ist auch ein guter Spitzname. Wenn ihn fragt, warum Biene, kann er immer sagen, weil sie von hinten zusticht. Und Konzentration, ja, immer noch mal eine Aufgabe Tina. Vor sich. Und die löst sehr schöner Ball. Sehr, sehr wow. Schöner Ball. Ich glaube, er wird auch mit einer guten Stellung belohnt. Matchball. Paul Müller mit dem Matchball gegen Tina Vogelmann. Und da ist es so gekommen, wie ich sagte. Wow.